Schön, dass ihr wieder da seid. Let's Play 211. Mir ist gerade was hier aufgefallen. Die Bäumchen hier, die sind ja jetzt schon ganz schön gewachsen. Und ich finde eigentlich, der Schrebergarten ist gar nicht so ungelungen. Ja. Also jetzt, wo die Büschle und die Bäume so gewachsen sind, so ein bisschen Sitzecke. Bisschen buschig, bisschen baumig. Ich finde es gut. Finde ich schön. Schauen wir mal eben, wie es weitergeht. Bau beendet. Ja, dann bau doch. Fang doch bitte mit der Uni an. Ja, das habe ich jetzt verballert das letzte Mal. Feuer gelöscht. Hier hat es auch noch gebrannt, was ich alles gar nicht mitgekriegt habe. Ich war so im Bauernhof-Fokus. Lass was mal laufen. Na. So. Ich habe natürlich hier wieder Müll gemacht, weil ich hier den Matschweg jetzt schön durch meinen Wald durchgezogen habe. Das war nicht so beabsichtigt, das pflanzt man danach halt wieder zu. Ich wollte gerade noch schauen, wo man hier jetzt noch so dran kommt zum Bauen. Da komme ich leider nicht hin. Aber hier hinten habe ich mir überlegt, da würde ich schon dran kommen. Vorausgesetzt, ich komme hier durch. Wenn ich hier durchkomme, ohne das Feld kaputt zu machen, dann komme ich irgendwo hin, an irgendeiner Straße. Ja, da ist jetzt Signal, dann gehe halt hier lang. So. Und dann kann ich hier mitten reingrätschen und da nochmal zwei Dinger mit Maschine bauen lassen. So, da. Ja, aber hier, da ist wieder Not drin, da nicht rein soll. Also nochmal den da raus machen. Und den Auftrag nochmal neu vergeben. Ja, ich denke. So wie es gerade aussieht. Da könnte ich doch noch dran gehen. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Will ich die so weit ziehen? Doch, ich ziehe die so weit. Die Straße passt. Also einmal von dem Node hier rein. Dann könnte er da auch anfangen. Weil dann haben wir ja trotzdem noch... Da haben wir ja trotzdem noch die ganzen kleinen Sitzelchen. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal hier den Kreis. Ja, wenn das kleine Stück fertig ist, das kriegt vielleicht noch Brio. Benachrichtigung. Wenn das fertig ist, dann können wir den dann nach oben hin machen. Und wie sieht es hier nochmal aus? Ja, ich überlege gerade. Vielleicht klappt es sogar. Also es sind halt ein Haufen Matschwege, die ich dann wieder wegmachen muss. Wenn ich hier einmal so rumgehe, ja, das geht, okay. Einfach da entlang und dann noch hier irgendwo mit dran. Dann sollte das auch funktionieren. So, dann haben wir den noch. Ja, dann sind da oben halt noch zwei frei und die kommen dann. Ja, das möchte ich gerade noch nicht planen. Da möchte ich, dass die vorher ihre Pflanzen weggekübelt haben. Dass sie hier alle die gleichmäßig hochziehen immer. Und dass die ganzen Pflanzen hier draußen sind. Und dann können wir ganz in Ruhe da die Züge bauen und ich mache da hinten so lange eine Signaltechnik. Jetzt mal schauen, hat das mit dem Biomüll und dem Restmüll und so geklappt. Sieht gut aus, alles leer. Okay. Ja, die geht schon auf 19.000 hoch, die Bevölkerung. Also ich muss da jetzt immer mal wieder gucken, dass meine Leute auch gescheit ausgebildet werden. Jetzt sieht es gerade gut aus. Und hier ist... Boah, wie viele Leute ich da reingesaugt habe. Das habe ich ja maßlos übertrieben. Aber ich... Ja, ihr seht, ich habe da jetzt 67 Leute drin, die keinen Abschluss haben. Das ist einfach Murks. Das ist scheiße. Die haben zu wenig studieren können, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Immer nach den Bedürfnissen schauen und schauen, wie die Arbeitslosigkeit aussieht, bevor es weitergeht. Ach nee, 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 bevor wir darauf eingehen, ich habe gerade auch gespickelt gehabt. Ihr glaubt. Ja, guck mal. Die sind da jetzt immer noch dran, den Müll abzutransportieren. In der Zwischenzeit wurde die Straße hier schon fast fertig gebaut, solange wie da der Müll rausgeht. Ist das nicht unglaublich? Na. Aber ich muss die hier noch hinplanen und dann kann ich das Stück dran machen. Deswegen würde ich mir jetzt einfach hier mal einen Haken setzen, dass ich weiß, wann der Abriss fertig ist. Das geht nämlich genauso wie bei Bauaufträgen. Und hier tun sie fleißig vor sich hin ackern, das finde ich super. Aber einen Kies haben sie halt fertig gekippt.
Und hier können wir noch Brücken bauen. Und je nachdem, welche zuerst fertig ist, können wir die Mitte noch bauen. Und dann kann irgendwann auch der Matsch weg. So. Ja, ich will den gerade noch nicht abschließen mit der Schiene. Schauen wir uns mal die Bedürfnisse unserer neuen Stadt an, wie gut sie gedeckt werden. Also bevor ich, oder gehen wir zuerst auf die Overlays ein, wie es denen so geht. Liebe Menschlein, wie geht es euch? Gebildete habe ich zum Glück keine. Ja, da sitzen sie jetzt halt interessanterweise auch unten, die wo die weitesten Wege da hoch haben zur Uni. Deswegen ist gut, wenn da unten einer sitzt. Jede Menge Babys habe ich, okay. Kinder. Und hier bald welche, die arbeiten können. Ach nee. Die von hier werden sie direkt zu Arbeitern. Also da kommen welche. Und ich glaube da hinten, die pimpern auch noch wie die Weltmeister. Ja, ja. Und die ziehen dann alle auch darüber ein. Also es wird ratzi-fatzi mehr. Außer wenn hinten einer stirbt, dann bleiben sie vielleicht da. So, Touristen habe ich keine. Keiner muss wegen Kind daheim bleiben, das ist gut. Alle Kinder können zur Schule gehen. Man, sind die happier als da drüben? Tatsache. Kranker Scheiß, die sind glücklicher als hier. Nur von mir aus. Aber wieso denn? Wieso sind sie hier nicht? Warum sind die da so unglücklich? Egal. Die hier sind schon mega glücklich, ey. Essen haben sie genug, aber sie sind auch nicht in allen Gebäuden. Gesund sind sie auch genug. Loyalität gut wie drüben. Ja, das sind halt alles junge Erwachsene, die jetzt da eingezogen sind zum Großteil. Die saufen halt ein bisschen. Sport. Ja. Religion nix. Kleidung wie immer. Ja, kann man geiler Tipp von wegen, ja, hol dir doch einfach Levis von der anderen Grenze. Also deine Ostkleidung, die ist halt nicht so gut, du brauchst hier amerikanisch. Ja, wäre eine lustige Idee, wenn die Entwickler es so umgesetzt hätten. Irgendwann importiere ich mal Kleidung von der NATO-Grenze, um zu gucken, wie das aussieht. So, Autos haben wir natürlich nicht. Die Lebenserwartung ist steil überall auf 87. Das ist interessant, dass die alle gleich ist. Und hier 86 bis 88. Also es sieht für mich schon fast so aus, als wenn sie in den alten Gebäuden älter werden als in den Hochhäusern. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Ein Stau. Ja. Ja. Ja, ist halt eure Aufgabe. Ihr müsst jetzt Kies holen. Wir haben genug da. Sorgt ihn raus. Kippt ihn da beim Bauernhof hin. Oder sonst irgendwo da oben. Nicht schlimm, der Stau. Dafür habe ich die Ecke ja so konstruiert, dass der Stau niemanden juckt. Dass die hier einfach rumstehen können. Die können bis hier vorne stehen. Erst ab da juckt es mich. Das heißt, ich müsste mal durchzählen, wie viel von den Fahrzeugen ich bräuchte, außerhalb von den Büros, dass es hier mich juckt. Und eigentlich, wenn ich mir das so anschaue, könnte ich mir hier doch noch einen zweiten Kiesdinger hinbauen. Einen zweiten Kies-VZ, dass da einfach noch mehr geht. Weil wenn die hier alle abgeladen haben, dann sind sie ja alle unterwegs. Bei Beton wird es, glaube ich, schwerer. Vielleicht mache ich das sogar. Also, mal eben gucken, ob da noch so ein kleiner hinpasst. Irgendein kleines, schmales VZ, das in diese Ecke hier reinpasst, wo da ein Anschluss hingeht. Wo dann quasi mein Kies 2 ist. Ja, das ist viel zu klein. Was ist denn hier oben? Ja, pff. Stimmt. Nee. Ja, aber das ist Cheaten für mich, wenn ich da 20 Fahrzeuge hier irgendwo wegbunkere. Das finde ich nicht gut. Ja, könnte man machen, aber hey, ohne Scheiß jetzt. Das verdirbt's doch. Wie ist es denn mit meinen denen da? Viel zu groß. Und die Vierer? Selbst die Vierer sind zu groß.
nicht mal, da wird einer reingehen. Da gab es aber doch, glaube ich, so längliche irgendwie. So ein Vierer vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Wie ist denn das, wenn ich die hier so hinsetze? Eins. Zwei. Die haben aber Treibstoff drin, hoffentlich. 10 Tonnen, okay. Boah, da brauche ich ja natürlich auch überall noch Treibstoff. Das wäre viermal Treibstoff, habe ich so viel da noch hinten. Ja, locker. Aber dann wird es schon knapp. Jetzt nur die Frage, kriege ich hier einen Weg so durch, dass das funktioniert? Ich glaube nämlich ja. Ich glaube, das könnte hinhauen. Wenn der jetzt nicht da so hinsnappt wie... Ah. Geht mir hier schon an die falschen Nodes ran. Da will ich eine Straße haben. Genau da. Ja, du kriegst es doch hin. Da könnte ich hier ran. Ja. Ja. Und jetzt den letzten schön hinten dran. War ja klar, dass du das jetzt wieder nicht hinkriegst. No, und jetzt habe ich das Stück weggemacht. Mäuse. Von mir aus so und jetzt so und dann das Stück da raus. Da nicht lang. Wobei, dann könnten sie beim Zurückfahren direkt da rein. Möchte ich das? Oder sie könnten von hier zurückkommen. Doch, ich glaube, den lasse ich sogar. So. Kommt der eine nochmal weg. Und dann machen wir den hier auch mal mit Maschine. Oder mit allen. Sollen sie alle mithelfen. So. Jetzt ist zwar nicht so die Menge jetzt. 4, 8, 16, 16 dazu. Und hier stehen nochmal 18. Ja, das, okay, doch, das ist eine Verdopplung. Und da haue ich mir dann schön Kieslaster rein. Einfach, um hier noch ein bisschen mehr Dampf zu machen. Aber die stehen dann halt auch nicht hier im Stau, sondern die stehen dann hier auf diesem Weg im Stau. Habe ich Benachrichtigung? Ja, natürlich. Was macht denn jetzt eigentlich mein Club hier? Oh, das sieht nach Endspurt aus. Ich komme gerade rechtzeitig. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir müssen gleich fertig. Ah ne, da fehlen da noch Bretter. Wie viele Bauschritte hatten das Ding? Das ist ja übel. Ja, da fehlt auch noch eine Wand. Aber hier ist schon dieses komische Manga-Plakat drauf. Ja, man sieht hier schon, wo die Poster hinkommen. Ah, wahrscheinlich sind die Bretter am Ende die Poster. Geiler Scheiß. Liquid Store. Was macht der zweite? Benachrichtigung habe ich drin. Der ist noch lange nicht so weit. Der hat noch viel zu tun. Okay. Im Ernst jetzt? Du hast doch genug. Du kannst doch hier. Du machst es doch. Hm. Ich brauche noch ein Rathaus. Hier drin für Statistiken. Aber ich denke, das hat Zeit. Das ist vollkommen Bumsgrad. Wichtiger ist, dass die Bevölkerung gut versorgt ist. Lieber Überversorgung als Unterversorgung. Haben wir geguckt, ob wir hier Arbeitslose haben? Konnte nicht arbeiten. Keiner. Keiner konnte nicht arbeiten. Das finde ich gut. Und hier, ja, hält es sich sehr in Grenzen. Guck mal an hier. Oh, zack, wieder ein Arbeitsloser weniger. Ja, doch, das ist gut. Aber wir haben halt gerade Bauaufträge. Und auf der Straße ist jede Menge los, ey. Da
Was zur Hölle treibt ihr hier? Muss ich das jetzt verstehen, was ihr hier macht? Na, die Bauämter, die ziehen hier halt gut Personal raus, aber ich glaube halt, sobald kein Bau ist, wird es hier wieder überquellen. So. Jetzt habe ich es mir natürlich hier so hingelegt, dass ich da voll beschissen jetzt einen Bauernhof planen kann. Aber ich bin stark davon überzeugt, der passt da rein. Und wenn ich mir das so anschaue, dann würde er hier hinkommen. Hier würde der Bauernhof hinkommen, dass er hier so überall darum und hier rum hinfahren kann. Weil der hat ja die langsamsten Fahrzeuge, also in dieser Ecke hier. Dann wäre irgendwo hier das Silo, das überall hier reinfährt, da reinfährt und da reinfährt. Ich denke, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Wir lassen die hier ganz in Ruhe reinbuckeln, weil es ist Oktober, es wird bald November. Die sollen das ganze Zeug hinkarren, die sollen das Personal hinkarren, dass das läuft. Ich bin mal gespannt, wann das Ding da überläuft. Wieder kein Bagger übrig. Ja, das wäre was, wo ich mir hier hätte überlegen können. Doch, das kann ich ja immer noch überlegen. Kann mir doch immer noch überlegen, hier ein zweites Straßenbauamt hinzumachen. Also, oder ein Maschinenbauamt, nenne ich es mal, wo dann viele Bagger und Kräne und sowas drin sind. Einfach, weil ich sehe jetzt hier auch wieder, hier wird jetzt Personal reingepumpt ohne Ende, weil wahrscheinlich alle Bagger jetzt irgendwo auf den ganzen Straßen unterwegs sind. Was haben wir denn hier noch für Bauämter? Bau, Bau, Bau. Bauindustrie. Ich glaube, das ist Vanilla 24er. Aber das wird ja eigentlich genauso hier noch reinpassen. Dann kommt er halt nicht hier oben rein und kommt er halt nur hier raus. Und das finde ich eigentlich okay. Das würde auch so hingehen, aber das sieht nicht so toll aus. Würde es irgendwie cool aussehen, wenn es so dran sitzt? Nee. Also so wird es cool aussehen, wenn es dann so aussieht, als wenn es durchgeht. Ja, aber wieso mache ich das dann nicht? Weil es ein bisschen zu eng ist. So versetzt da daneben. Ich glaube, das mache ich. Aber jetzt schaue ich noch, ob das eventuell... ob das eventuell klappt, dass ich hier, dass die zumindest einmal hier rauskommen oder einmal hier rauskommen. So, habe ich gedacht. Ja, ich denke, so passt das für mich. Aber jetzt machen wir den weg und dann kann das große Stück gebaut werden. Und Strom hatte ich da ja hoffentlich. Ja, ja, Strom, kein Problem. Okay. Und da dürfte auch mal... dürfen da alle hin. Na, ohne Sanierung mal. Und sag mir Bescheid. So, dann können wir hier Züge reinballern. Ja, es werden Fahrzeuge benötigt. Kann ich ja gleich einkaufen, habe ja fast 14.000. Alter Schwede, geht die Kohle hoch. 1,6 Millionen im Monat, bam. Und jetzt, wo der Fahrzeugverschrottungsgeschichte erstmal rum ist. Hm. Ah, die machen gerade noch Schneeschieber, sehr schön. Ich muss mal da in meine alten VZs rein, in meine alten technischen Dienstleistungen. Ach, guck mal, da stand noch überall, glaub, alte. Oder ich weiß nicht. Wo habe ich die alten hingepackt? Da sind keine alten mehr drin. Sehr schön. Wie sieht's denn hier aus? Na, da stehen noch ein paar. Ja, 42%, aber wie alt?
Die sind alt genug, die müssen jetzt einfach noch 7% abrosten und dann werden die verschrottet. Ja, das ist ja okay. Finde ich gut. Funktioniert besser, als ich es mir vorgestellt habe, bis halt auf diese Schüttgutverbindung, die ich da jetzt nicht dran habe. In der Verschrottung, das war ein bisschen ein Fail, aber das haben wir geregelt gekriegt. Also ich brauche einmal was, also das mit den Pflanzen, das geht gerade hier noch gut. Aber eigentlich sollen die Pflanzen sich nur um das Feld kümmern und von mir aus bei dem hier supporten. Aber mit dem dritten Feld wird es so nicht mehr klappen. Das heißt, ich brauche eigentlich hier zentral und riesig und Pflanzen. Die Frage ist nur, was kriege ich da rein und wie kriege ich das raus? Wie viel kriege ich in dieses verfluchte Riesending rein an Waggons? Kriege ich da 5 Loks rein, 10 Loks, keine Ahnung. Das wäre schon ein geiler Scheiß. Ich sehe, hier gehen 8 rein. Da gehen jetzt schon ein paar mehr rein. Ich könnte ja einfach mal 10 Waggons holen und darüber karren. Einfach um zu gucken. Oder, keine Ahnung, 20 und dann schauen, wie es aussieht. Schauen wir mal, was gerade so die größten Waggons sind auf beiden Seiten. Güterwaggon, Gesamtkapazität. Da ist glaube keiner. Ja, das ist halt das Nonplusultra hier gerade. Holen wir mal 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, 20 Stück. Dann brauchen wir eine gute Lok. Ah, ich wollte ja auf der anderen Seite noch gucken. Egal, jetzt habe ich schon 20 Waggons davon, aber wir können trotzdem mal gucken. Für die Zukunft. Wir brauchen ja noch ganz viel Zeug. Fahrzeuge kaufen. Ah, da ist jetzt der Workshop-Haken drin. Interessant. Güterwaggon, Gesamtkapazität. Schüttgut. Schüttgut. Schüttgutwagen. Retter. Das sind Spezialdinger hier irgendwie. Keine richtige abgedeckte Ladefläche. Stahl. Interessant. 73 Tonnen, aber 23 Meter. Double Deck Container, okay. Wie sieht's denn hier mit Lokomotiven aus? Kriege ich hier was Cooles? Irgend so eine Diesel-Lok hier, da kam H, zeig mal her. 150 und 16 Meter. Ja, 150 dank mehr, geht ja eh nicht viel mehr. Ist das eine andere? Also in meiner Kindheit waren die Züge meistens rot. Oder ECE weiß halt. Pacifica. Erinnert mich so ein bisschen ans Krokodil. Ist auch mal eine Lok. 22 Meter, 15 Meter. Aber die ist zu langsam. Auch zu langsam, auch zu langsam. 5 km zu langsam geht nicht. Welche ist von den beiden hier hübscher? Eigentlich haben sie sogar einen gleichen. Das sind doch die gleichen, oder? Ja. Ich glaube, das sind die gleichen. Aber ich... Nehm mal die dunkle. Die da. G22. Holen wir uns mal. Holen wir uns schon mal 4 Stück. Wir können es ja. 4 Stück. Baum. Das müsste man von Anfang an. Falsche Baustelle, glaube ich. Oder? Ja, falsche Baustelle. Hier. KMH. Hä? Achso, ich bin jetzt nicht auf Lokomotive jetzt. 1, 2, 3, 4. Die müssten ja jetzt alle von da hinten reintuggeln.
Ja, macht gleich mal ein Racing hier. Ja, das ist super. Und eine fehlt noch. Ich will Signal sehen. Habe ich da hinten überhaupt Signale gescheit gemacht? Nee, habe ich nicht. Oh Gott, jetzt heizen die überall querfeld ein. Aber was mir gefällt, ist, die sind so schön leise irgendwie. Gar nicht so brummig. Einmal die Farbe checken. Oh, ich glaube, ich bleibe bei dem Rot hier. Das gefällt mir am besten. Wo sind die anderen jetzt hin? Jungs, wo seid ihr? Ja, ich habe hier keine Signale. Ja, die müssen jetzt warten, bis der eine durch ist, aber das ist okay. Kann ich euch schon in Ruhe anpinseln. So, den angepinselt. Streuner macht da eine Signale. Ja. Gleich, wenn ich sie angepinselt habe. Gut. Hier habe ich signaltechnisch total verkackt. Da muss es jetzt auch nicht genau 150 Meter sein. Also da hinten schon. Das Signal kommt eigentlich weg. Das mag er jetzt überhaupt nicht. Okay, aber jetzt kann er da durchfahren, oder? So, fährst du da drauf und bist ein bisschen aggro. Aber ich will eigentlich, dass du nur noch da rausfährst und hier rein. Und da brauche ich nur ein Chain, weil du ansonsten nur da reinfahren darfst, wenn eins dieser drei frei ist. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal hier Pi mal Daumen. Einmal in die Richtung, einmal in die. Einmal in die Richtung, einmal in die. Einmal hier lang und einmal da lang. Da hinten ist ja nicht so viel los. So. Na, das passt doch für mich. Ja, was bist du jetzt, Kürre? Signale haben euch jetzt verwirrt. Ist ja auch konfus, wenn da jemand neue Signale aufstellt und man schon im Zug sitzt. Da habe ich einen falsch rum gemacht. Fall runter auch. Nö, nö, das passt. So. So hätte es sein müssen, dass sie alle rausheizen hätten können. Keine Ahnung, wie viel da reinpasst. Ich mach mal eins dazwischen. Pi mal Daumen. Fährst du jetzt da hoch zum Bauen oder was ist mit dir los? Ja, das hier ist ja alles noch durch meine Bauzugverbindung ein bisschen Murks. Aber ich glaube, hier können wir jetzt ein Statement setzen. Ist der da hinten durch? Ist er hier fertig? Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles fertig. Dann machen wir noch ein bisschen Signale. Aber nur ein bisschen. So. Hier mal drüber nachdenken. Hier darfst du nur da rein und nur da raus. So. Die Frage ist, ist das Stück 150 Meter? Vermutlich nicht. Und das da auch nicht. Von daher wird das wahrscheinlich jetzt wieder ein Riesenblock werden. Ja, da habe ich ja noch die Aktenmastpunkte drin. Ja, das ist nichts. Und hier, das ist wahrscheinlich auch nichts. Okay, einmal kurz das Streunerhorn einschalten. Da müssen sie wegen Bau auf beide Seiten raus. Hier muss das Ding weg. Dann wird es halt ein Block. Das lohnt sich auch nicht, wird auch ein Block. So. Da dürfen sie rein und raus. Aber dadurch, weil ich hier kein 150 Meter Stück habe. Wobei... Doch, hier könnte ich glaube so machen. Dann wird das da zumindest 150 Meter, das da aber nicht. Nee, geh weg. Ihr geht weg, so.
Ja, der Gedanke war, dass dann, während hier schon einer reinfährt, der nächste schon da rein kann. Aber das lassen wir, weil jetzt muss ich halt überall, wo es hier reingeht, ein Chaining machen, dass das nächste Stück frei sein muss. Und da muss ein Mixed hin. So. Und da auch. Und hier muss ein Chain hin. Einfach das, wenn hier voll ist, da keiner reinfährt. Und der Nachteil dabei ist dann halt, der fährt hier jetzt auch nicht rein, wenn da einer ist. In der Theorie dürfte hier nie ein Stau sein, weil wenn die da reinfahren, dann bleiben die da im VZ und sind weg. Aber wenn jetzt so, ihr habt ja gesehen, da gibt es so Abkürzungszüge, die einfach so reinfahren und die stehen dann hier bei Rot drin. Und wenn ich davon zwei hätte, dann wäre es halt blöd. So, dann gehen wir hier raus und da rein. Ich denke, das passt mit 150 Meter. Und hier rein und darum. Ups, das wollte ich nicht. Hier einmal raus und da einmal rein. Hier kann der ganze Käse weg. Aber ihr dürft nur da reinfahren und nur hier raus. Nee, vergesst es. So. So langt's. Da rein, aber mit Chain, dass hier wieder nicht die Staugeschichte ist. Ach, Streuner. Es ist so schwer, das richtige Signal zu treffen. So. Also hier rein und da raus. Sind die zwei da 150 oder habe ich den hier zu kurz jetzt? Weil dann wäre es ein kleiner Fail. Also einmal von hier 200 Meter. Okay, dann ist das andere auch auf jeden Fall lang genug, denke ich. Aber wir schauen es nochmal. Ja, das passt. Weg damit. Eben nochmal zum nächsten gucken. Hier ist ein Signal. Immer diese Messpunkte. Ja, das passt, passt, passt. Wunderbar. Finde ich gut. Ja, mal darum. Das Gute ist, dadurch, dass ich hier einmal den Impuls gesetzt habe, blicken die das die restliche Strecke, dass sie jetzt nur noch in die Richtung rein dürfen. So. Ach, ich habe ja hier noch... Ich habe ja die Baustelle hier noch. Ja, ne, ich hab schon wieder keinen Bock mehr. Ja, die können ja jetzt, wobei sie können hier hochbauen und dann vielleicht darunter bauen. Ich weiß es nicht, vorausgesetzt, es ist lang genug. Wie voll sind die Lager noch? Das Ding ist leer. Oder fast. Das auch. Ja gut, dann liebe Bauzüge, macht das hier priorisiert. Einmal die Baustellen eröffnen hier. Da, zack. Und einmal. Überall die Prio drauf. Und dann noch zuordnen mit Bauamt. Und jetzt seht ihr schon gleich durch meine Umbauaktion. Funktioniert der Spaß schon wieder nicht mehr hier. Bescheid. Ich guck mal, was er gebaut kriegt und was nicht. Oh, Scheiße. Und ich muss mich um den Lebensmittelexport kümmern und den Alkohol. Das habe ich total verschwitzt. Da muss ich mal schauen, wie voll die Lager sind. Essen geht hier nochmal rein. Sehr gut. Alkohol geht nicht rein gerade. Also Essen kriege ich noch eine Fuhre weg. Wie ist es hier? Essen geht gerade nicht rein. Alkohol geht rein. Okay. Also jeweils eine Fuhre kriege ich noch weg. Und dann ist rum. Was macht denn der hier eigentlich gerade? Reinpumpen. Okay. Ja, man sieht es halt hier jetzt gar nicht ansteigen. Weil das alles hier erstmal in die 160 Tonnen Lager von den zwei Brennereien reingeht. Das wird direkt aus dem Zug hier durch die Werksverbindung da reingepumpt. Ja, das braucht nicht mehr lang, dann fahren die los. Ich habe noch einen langen Export gemacht. Hm.
erstmal nach den Zyklen gucken hier. Da hol mal bitte Waggons ab. Einmal da hochfahren und die Waggons holen. Einmal beladen und zurück. Und Jesse Kowski, und du darfst das gleiche auch mal machen. Und weil ich nicht weiß, ob die alles packen, schicke ich den dritten gleich auch los. Aber ich denke, 3 Züge sollte lang, um die 20 Stück daraus zu ziehen. Ich glaube, 6 oder 7 machen die doch mit einer Tour. So. Ja, ich sollte mich mit den Signalen nicht entmutigen lassen. Stimmt, ich muss es nur dem Baum zuordnen. Aber selbst wenn das fertig ist, dann brauche ich auch die Silo-Verbindung schon wieder. Das ist halt noch nicht rund an der Ecke. Und ich mache mir nicht irgendwelche Wechsel rein, nur dass ich da bauen kann. Da stelle ich lieber die Signale um. Also macht ihr in der Wirklichkeit, ich weiß nicht, kennt sich da jemand aus, macht das jemand also? Baut man das in der Wirklichkeit um, die Signale? Ja, da hinten kommen sie noch ran, weil da... keine Ahnung, durch die Schleife oder sonst was. Aber der eine halt nicht. Dann sieht da jemand aus, ob in der Wirklichkeit Gleise gelegt werden, nur um andere Gleise zu bauen, die danach dann wieder abgerissen werden. Was habe ich denn hier gemacht, dass da ein Personalbus hinfährt, ey? Guckt euch das mal an. Jetzt steht das ganze Personal da und wir haben keinen Asphalt da. Sehr schön. So falsch ausgewählt. Mit Sanierung und allem. Oh Gott, Streuner, was hast du denn hier getrieben? Schnell weggucken. Ganz schnell weg. Kollisionen. Anscheinend. Ja, das war am Anfang, als sie verwirrt waren von den Signalen. Den Parkplatz lasse ich hier noch. Oh, 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 oh. Interessantes Datum. Ratet mal, was in dieser Ingame-Zeit vor 15 Tagen passiert ist. Ich bin gespannt, wer drauf kommt. Schreibt es mir in die Kommentare. Der, wo es weiß, kriegt einen fetten virtuellen Streunerpreis von mir. Na, wobei. Streuner und seine Rechnung. 16 Tage davor. Nicht 15, 16 Tage davor. Na, ich glaube, 2, 3 könnten schon drauf kommen. So. Was macht... Ja, das ist jetzt auch schön platziert, so bei Minute 38. Da kriegt sie keiner mehr mit, weil sie alle eingeschlafen sind. Oder abgeschaltet haben. Ja. Wo ist mein Klo hier? Der ist noch nicht fertig. Und da drüben? Ich habe doch da Benachrichtigung. Bist du? Okay. Also wir wissen, womit wir beim nächsten weitermachen werden. Ja. Oh, voll die Mucke. Ja, cooler Scheiß hier. Da muss ich fast noch eine gescheite Straße davor hinbauen. Und nochmal den Waldweg ein bisschen nach hinten versetzen. Oh, da kommt voll viel Mucke raus. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.